Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommen wir zu 5 Fakten, die jeder Bodybuilder wissen sollte. Das geht natürlich nicht ohne Prolog einher. Wer ist denn ein Bodybuilder? Viele haben immer noch dieses Verständnis, ein Bodybuilder zeichnet sich durch seine Optik aus. Das heißt, es gibt einen Grad an Masse und vielleicht ja, Muskelqualität, ab der man ein Bodybuilder ist. Aber nein, so traurig das auch ist für die Elite, die sich als Bodybuilder gerne bezeichnen möchte. Ein Bodybuilder kann auch jemand sein, der gerade mal 67 Kilo wiegt, aber ein Ziel nur hat, nämlich die Optik, also rein kosmetisch, seinen Körper durch Muskulatur zu verändern. Oder auch abzunehmen, um mehr Muskulatur zu zeigen. Ich denke mal, mit Muskulatur sollte es schon zu tun haben. Aber der seinen Körper bildet, wie eine Tonfigur, wie Schwarzenegger schon gesagt hat. Und da kann man auch 67 Kilo wiegen. Wenn der nämlich gut trocken aussieht und seine Muskeln zu sehen sind und genau das war sein Ziel. Nun ja, ob es euch gefällt oder nicht, der ist Bodybuilder. Also, für alle, die Bodybuilding machen, die den Sport machen, um Muskulatur zu gewinnen für die Optik, nicht für die Gesundheit, dafür gewinnt man die eigentlich selten. Vor allem nicht ab einem gewissen Grad. Der sollte diese 5 Dinge wissen. Da werden jetzt sicherlich einige bei sein, wo ihr denkt, das weiß doch jeder, das ist doch schon klar. Aber genau darum geht's. Und es gibt trotzdem welche da draußen, die das noch nicht wissen. Ihr könnt ja jetzt einfach mal mitraten, das heißt, selbst wenn es für euch nichts Neues ist, was sind wohl die Top 5 Dinge, die euch jetzt einfallen, die eigentlich jeder, der diesen Sport neu betritt, definitiv wissen sollte. Fangen wir mal an und dann gleich mal meine Liste gerne mit eurer ab. Also, ich schmeiß jetzt einfach mal eine Sache ins Rennen und zwar Nummer 1. Der Muskel wächst nicht während des Trainings. Tja, wer hat das nicht schon erlebt? Ihr seid ins Bodybuilding eingestiegen, macht das seit einigen Wochen, Monaten oder Jahren und sitzt dann mal mit eurer lieben Mutti am Tisch und dann weiß die überhaupt nicht, was man da macht. Oder Leute sagen euch, ach, du siehst so krass aus, du übernachtest sicherlich im Fitnessstudio, wenn du so viel Muskeln hast. Und man denkt, okay, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Du brauchst mehr Ruhe, du schläfst wahrscheinlich 12 Stunden am Tag, wenn du so aussiehst wie ein Masse-Bodybuilder. Das ist nicht, dass man während dem Training einfach wächst. Und das denken tatsächlich noch viele da draußen. Das heißt, wenn die neu in den Sport kommen, müssen die erstmal lernen, nein, Muskeln werden im Training genau das Gegenteil, abgebaut, kaputt gemacht, zerstört. Es werden kleine Mikrotraumata zugefügt. Sie werden zumindest verletzt und danach ist man weniger leistungsfähig für die nächsten Tage. Aber dann baut sich der Muskel auf durch eine Superkompensation und ja, das heißt, in der Ruhezeit wächst der Muskel. Man setzt nur den Reiz im Training. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Also, finde ich, ist einer der 5 wichtigsten Dinge, die man über diesen Sport als Bodybuilder definitiv wissen sollte, weil dadurch ein ganz anderes Trainingsverständnis aufkommt. Die Nummer 2 und auch eine alte Lehre ist, Training ist nicht alles. Ernährung ist wichtig. Jetzt kommen sehr viele mal an mit, Ernährung ist mindestens 50% oder noch klüger, Ernährung ist 80%, das Training eigentlich nur 20. Alles Bullshit. Lasst euch so einen Mist nicht einreden und es gibt keine Prozentverteilung. Beides muss 100% sein. Ihr könnt euch noch so geil ernähren, wenn ihr keinen Reiz setzt im Training, passiert gar nichts. Das heißt, es ist eine absolut notwendige Bedingung und notwendig heißt 100%. Ein 100%iges Training. Und wenn ihr noch so geil trainiert, aber euch wirklich gar nicht ernähren könnt, zu 0% wird auch nichts passieren. Und dann ist das natürlich oft so eine Wagensache, wo ihr euch befindet. Aber ja, jeder Bodybuilder sollte wissen, Ernährung ist verdammt wichtig. Und was gehört dazu? Dazu gehören jetzt keine Details, wie ich muss genug Proteine haben oder sowas. Erstmal zu wissen, was überhaupt Proteine sind. Denn ja, tatsächlich kennen viele da draußen, die sich auch nicht durch den Sport damit beschäftigen, keine Makronährstoffe. Sie wissen nicht, was Kohlenhydrate, Fette und Proteine sind. Eiweiß ist, was Aminosäuren sind und so weiter. Ihr müsst nicht ins Detail gehen, aber zumindest die Makronährstoffe, was das ist und wofür die da sind, sollte ein jeder Bodybuilder wissen. Und ja, Mut zum Essen, denn auch das muss sein. Damit ich wachsen konnte, überhaupt an Körpermasse zulegen konnte, musste ich Mut zum Essen haben und das erstmal begreifen. Wichtige Lehre. Nummer 3, und da kommt so ein bisschen der Germanist und Philosoph raus, die Unterscheidung von Bodybuilding, Krafttraining und Fitness. Alles kann in diesem Studio geschehen. Alles kann mit den gleichen Maschinen geschehen. Oder mit den gleichen Gewichten. Und sogar mit den gleichen Übungen. Aber dennoch ist es ein großer, großer Unterschied. Und den, merke ich, haben die wenigsten auf dem Schirm. Denn alleine an meinen Kommentaren wird das ständig verwechselt. Ständig. Vor allem, wenn es kritische Kommentare gibt zu einigen Videos, dann merke ich meist, alles hat sich schon erledigt, indem man einfach einen Disclaimer einfügen möchte, was Bodybuilding ist. Da kommen sehr viele an und sagen, ja, aber das ist doch nicht gesund, was du da machst.
Nein, aber darum ging es nicht. Natürlich wollen wir möglichst gesund bleiben und gutes Immunsystem ist auch wichtig für Muskelwachstum, aber es ist nicht die oberste Priorität. Beim Bodybuilding ist die oberste Priorität sichtbare Muskeln. Da bringt es gar nichts, wenn die Muskeln irgendwo darunter sind. Beim Krafttraining ist die oberste Priorität, die Kraft dazu zu gewinnen, aber nicht unbedingt die Steigerung von Muskelmasse. Das ist sekundär. Ja, das geschieht irgendwann, aber es ist sekundär. Und beim Fitnesstraining ist es eher Fitness. Es ist vielleicht sogar eher gesundheitsorientiert. Man ist flexibler, man ist dehnbarer, man ist sportlicher. Aber da geht es weder um die Kosmetik, so auszusehen, noch um die Kraft. Weil die ersten beiden können auch absolut ungesund verlaufen. Und das ist ganz wichtig. Warum ist das so wichtig, als Bodybuilder zu wissen? Damit man auf die richtigen Tipps hört und nicht sich in falschen Trainingsplänen verrennt. Nicht zu wissen, wenn dir zum Beispiel der nächstbeste Hipster-Fitness-YouTuber sagt, ja, aber das ist eine ungesunde Übung, muss man das einordnen können. Ungesund heißt nicht direkt, ihr werdet morgen flach liegen oder ihr werdet 5 Jahre eures Lebens verlieren. Nein, aber es kann sein, dass was passiert. Eine Verletzung oder dass ein Verschleiß kommt. Aber beim Bodybuilder nimmt man das in Kauf. Genauso wie ein Verschleiß automatisch da ist, wenn ich Basketball spiele. Nehme ich als Basketballspieler aber in Kauf, aber ich sollte es zumindest wissen. Und als Bodybuilder sollte man wissen, was Bodybuilding bedeutet. Auch wenn Leute ankommen mit so etwas wie Range of Motion einhalten oder bestimmte Trainingspläne zu verfolgen oder Kreuzheben muss drin sein. Alles Tipps für andere Sportarten, nicht für Bodybuilding. Muss gar nicht sein. Dazu findet ihr viele Videos hier auf dem Kanal. Lernt das. Wenn ihr das noch nicht wisst zu unterscheiden, ganz wichtig, weil danach richtet sich euer gesamtes Training. Oh, jetzt habe ich noch was. Mal sehen, ob das auf eurer Liste ist. Platz 4 und eine der Sachen, die mich ebenfalls in jungen Jahren sehr erwischt haben. Mehr ist nicht mehr in diesem Sport. Absolute Ironie, denn das ist normalerweise nirgendwo im Leben so. Was habe ich gelernt bis zu meinem 19. Lebensjahr, als ich mit dem Kraftsport angefangen habe? Mit dem Bodybuilding. Egal, wann du was erreichen möchtest, umso mehr Energie du reinsteckst, umso mehr Willenskraft, Motivation du hast, desto mehr kriegst du raus. Wenn ich eine Sprache lernen möchte, umso mehr ich mich damit beschäftige am Tag, umso mehr ich Vokabeln lerne, desto besser ist das, desto mehr Erfolg werde ich haben. Oder ganz simple Sachen, die einfach logisch sind. Umso mehr Geld ich sammle, desto mehr Geld habe ich hinterher zur Verfügung. Und das gilt bei fast allem. Aber jetzt kommt das Problem nicht mit dem Körper. Und das kann man intuitiv gar nicht wissen, weil sonst fast bei allen Naturgesetzen je mehr, desto mehr gilt. Hier nicht. Hier bedeutet es, wenn ich aufholen möchte, und das ist das, was jeder am Anfang denkt. Ich war sehr dünn, ich wollte aufholen, ich wusste, ich habe eine enorme Willenskraft und bin da allen voraus. Die haben jetzt schon eine trainierte Brust. Ich werde jetzt einfach das Doppelte, nein, das Dreifache, nein, das Fünffache machen. Ich trainiere morgens Brust, mittags Brust, nachmittags Brust, abends. Und wenn ich nachts einmal auf Toilette gehe, kann ich ja auch noch ein bisschen Brust trainieren. Dann mache ich einfach 6-mal so schnell Fortschritte und habe die in einem halben Jahr eingeholt. Funktioniert so nicht. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn dadurch drosselt sich auch der gesamte Trainingsplan wieder auf. Und es ist ein ganz anderes Game plötzlich. Und da sind wir schon wieder bei dem beliebten Spruch gelandet. Bodybuilding ist kein Sprint, es ist ein Marathon. 5. Platz bei mir. Bodybuilding braucht Geduld. Wenn man keine Geduld hat, funktioniert es einfach nicht. Schließt sehr schnell an dem davor an. Ich kann es nicht einfach abkürzen, indem ich das 6-fache mache. Das geht nicht. Das ist eine Logik, die aufeinander aufbaut. Bodybuilding braucht Zeit. Und wenn ich die Zeit nicht mitnehme oder nicht mutig genug dafür bin oder nicht geduldig, dann werde ich das einfach nicht schaffen. Und das sind Dinge, die ich finde, die jeder Bodybuilder definitiv wissen sollte. Anschließend daran könnte man sich jetzt auch fragen, was sind denn so generelle Tipps, die man hat, wie man ins Bodybuilding einsteigen kann oder was man definitiv machen sollte. Schaut euch mal in diesem Video an. Direkt weiterklicken und dann erfahrt ihr, was so die grundlegenden Tipps sind. Ansonsten Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Liken, wenn euch das gefallen hat. Bei Protein Arena vorbeischauen und 15% auf eure Supplements sparen. Und nun ja, schaut euch mal die anderen Videos an. Mit dem könnt ihr anfangen. Bis bald, euer Gotti.